Herzlich willkommen live aus dem Herzen Münchens. Wir sind im Odeon und beginnen 75 Jahre Bayerische Polizei zu feiern. Sie sind live dabei beim digitalen Auftakt. Und natürlich denkt man sich, da feiert jemand 75. Was erwartet mich da jetzt? Viel Schwarz-Weiß, viel Blick nach hinten? Nein. Wir schauen ins Jetzt und wir schauen in die Zukunft und in die Vielfalt der bayerischen Polizei. Da gibt es viele Einblicke in die Regionen. Lassen Sie sich überraschen. Die Polizei ist sogar so vielfältig, dass sie ihre Musik selbst macht. Der Auftakt vom Bayerischen Polizeiorchester. Das Bayerische Polizeiorchester, zugegeben die etwas ungewöhnlichere Seite der Bayerischen Polizei. Wir werden Ihnen aber weitere ungewöhnliche Seiten zeigen, die Sie wahrscheinlich nicht so auf den ersten Blick kennen. Aber natürlich einmal vorneweg ein Blick in die Polizeiarbeit. Bayerische Polizei, 75. Geburtstag, ein großes Team und der oberste, ja, Teamchef möchte ich jetzt sagen, der oberste Dienstherr aller bayerischen Polizisten ist der bayerische Innenminister. Natürlich gibt es von ihm jetzt anlässlich des 75. Geburtstags der Polizei eine kurze Festrede. Joachim Herrmann. Ja, liebe Kolleginnen und Kollegen der Bayerischen Polizei, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, meine sehr geehrten Damen und Herren, Ihnen allen ein herzliches Grüß Gott. Ich freue mich sehr, mit Ihnen gemeinsam mein ganz besonderes Jubiläum zu feiern. 75 Jahre Bayerische Polizei. Das bedeutet ein Dreivierteljahrhundert engagierten Dienst für die Sicherheit der Menschen in unserem Land. Insgesamt eine sensationelle Erfolgsgeschichte. Darauf können wir alle zusammen zu Recht stolz sein. Besonders gratuliere ich natürlich allen Kolleginnen und Kollegen der Bayerischen Polizei aufs Herzlichste zu diesem herausragenden Jubiläum. Die Bayerische Polizei stellt immer wieder unter Beweis, sie meistert neue Herausforderungen mit vorbildlichem Engagement, mit Kreativität und mit großer Innovationsbereitschaft. Wie erfolgreich die Polizeiarbeit in unserem Land ist, zeigt ein Blick auf die polizeiliche Kriminalstatistik. Wir hatten 2020 in Bayern die niedrigste Kriminalitätsbelastung seit 41 Jahren und gleichzeitig die höchste Aufklärungsquote seit 26 Jahren. Eine großartige Erfolgsbilanz. Damit belegt Bayern auch im bundesweiten Vergleich aller Länder den Spitzenplatz.
Bayern hat die niedrigste Kriminalität aller 16 Bundesländer. Und auch im Ranking der deutschen Städte über 100.000 Einwohner nimmt Bayern mit den Städten Fürth und Erlangen die ersten beiden Plätze in puncto niedrigste Kriminalitätsbelastung ein. Gleiches gilt für München und Augsburg bei den Großstädten über 200.000 Einwohner. München ist die sicherste Millionenstadt Deutschlands, weiter Teile Europas. Diese hervorragende Sicherheitslage verdanken wir vor allem der Arbeit unserer hochmotivierten Polizeibeamtinnen und Beamten, die sich Tag für Tag mit großer Einsatzbereitschaft, mit hohem fachlichen Können und viel Herzblut für die Sicherheit unserer Bürgerinnen und Bürger in Bayern einsetzen. Dafür auch bei dieser Jubiläumsfeier Ihnen allen meinen herzlichen Dank. Ich danke an dieser Stelle aber auch für die vertrauensvolle Zusammenarbeit mit den Blaulichtorganisationen. Ich meine damit auch alle Bürgerinnen und Bürger, die sich beruflich oder ehrenamtlich für Sicherheit und mehr Zivilcourage in unserer Gesellschaft stark machen. Was sind die Grundlagen unseres Erfolgs? Zunächst vor allem unsere großartigen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, Polizeibeamtinnen und Beamte. Und es werden immer mehr. Allein von 2010 bis 2025 wächst das Personal der Bayerischen Polizei von 38.000 auf 45.000. Das ist deutschlandweit einmalig. Und auch die Ausstattung und der Schutz unserer Kolleginnen und Kollegen ist mir ein besonders wichtiges Anliegen. Unsere Polizistinnen und Polizisten müssen sich jederzeit auf die bestmögliche Ausrüstung und Ausstattung verlassen können. Das lassen wir uns in Bayern auch einiges kosten. Von 2013 bis 2021 wurde der Sach- und Bauhaushalt der Bayerischen Polizei um mehr als 60% auf nunmehr über 559 Millionen Euro in diesem Jahr erhöht. Damit konnten und können eine Vielzahl von Modernisierungsmaßnahmen finanziert werden. Das war die neue blaue und funktionale Uniform. Das ist eine zeitgemäße Schutzausstattung. Das ist die neue Dienstpistole und vieles andere mehr. Ich betone aber auch die Investitionen in den technischen Fortschritt und die Digitalisierung. Mit unserem Programm Mobile Police gehen wir einen wichtigen Schritt in Richtung digitalisierter Streifenwagen und mobiles Einsatzmanagement. Unser Ziel ist, dass in jedem Streifenwagen ein Laptop als vollwertiger Arbeitsplatz zur Verfügung steht und jeder Beschäftigte ein dienstliches Smartphone hat. Bereits heute besitzen 2 von 3 Polizeivollzugsbeamten ein Smartphone, das voll in das Polizeinetz eingebunden ist. All diese kraftvollen Maßnahmen zeigen deutlich, welch hohen Stellenwert wir der inneren Sicherheit in Bayern einräumen. Mein besonderer Dank gilt daher auch der Bayerischen Staatsregierung und dem Bayerischen Landtag für die Wertschätzung der hervorragenden Arbeit unserer Bayerischen Polizei und auch die Bereitstellung der entsprechenden Finanzmittel. Wir blicken auf eine großartige Tradition der Bayerischen Polizei zurück. Konsequent und erfolgreich. Aber die Bayerische Polizei 2021 ist doch auch völlig anders als 1946. Sie zeigt heute weniger Obrigkeit und mehr Bürgernähe. Sie hatte vor 75 Jahren nur Männer und seit 30 Jahren immer mehr, auch großartige Frauen. Die Bayerische Polizei 2021 ist größer, ist besser, ist stärker und moderner denn je. Deswegen heißt in Bayern leben sicherer leben. Meine Damen und Herren, ich lade Sie herzlich ein, die Bayerische Polizei durch dieses Jubiläumsjahr in den nächsten Monaten zu begleiten. Die eigens dafür geschaffene Kampagne soll Ihnen die Möglichkeit geben, Ihre Polizei noch besser und in all ihren vielen verschiedenen Facetten kennenzulernen. Ich wünsche Ihnen allen dabei viel Freude und unserer Polizei nochmals alles Gute zu Ihrem runden Geburtstag. Ich wünsche weiterhin viel Erfolg und Gottes Segen auf die nächsten 75 Jahre. Die Festrede des bayerischen Innenministers Joachim Herrmann und wir haben auch noch eine Grußbotschaft aus dem bayerischen Innenministerium, der Staatssekretär Gerhard Eck. Herzlichen Glückwunsch zum 75-jährigen Jubiläum der Bayerischen Polizei. Ich will diesen Glückwunsch
den der Minister bereits ausgesprochen hat, ebenfalls unseren Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, Beamtinnen und Beamten und auch allen, die im öffentlichen Dienst die Polizei unterstützen, aussprechen. Ganz besonders will ich natürlich auch die Bürgerinnen und Bürger gratulieren. Sie haben eine tolle und eine ausgezeichnete innere Sicherheit. Wenn wir auf 75 Jahre Polizei zurückblicken, dann haben wir eine Entwicklung genommen, die seinesgleichen sucht. Modern, ausgezeichnet, schlagkräftig, zuverlässig, in allen Bereichen einfach einsame Spitze. Ich will ganz besonders in den Mittelpunkt drücken, dass wir, wenn wir die Kriminalitätsstatistik betrachten, immer ganz, ganz vorne rangieren. Wir sind sozusagen Weltmeister im Bereich der inneren Sicherheit. Und so darf ich an dieser Stelle ganz einfach nur wünschen, dass wir auch zukünftig diese ausgezeichnete Grundvoraussetzung der inneren Sicherheit für unsere Bürgerinnen und Bürger auch zukünftig zur Verfügung stellen können. Dankeschön an unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Sie machen einen tollen Job. 75 Jahre Bayerische Polizei. Heute Auftakt für ein Jubiläumsjahr und da gibt es natürlich viele Glückwünsche innerhalb der Polizei, aber natürlich auch von außen. Wenn wir uns mal dieses Team anschauen, die Bayerische Polizei, rund 44.000 Frau und Mann stark, wenn die Pandemie irgendwann mal vorbei ist, wenn die sich alle an einem Fleck treffen würden, wo würden sie sich denn treffen? Also in einem Fußballstadion, in einer Arena wäre da natürlich eine Möglichkeit und da könnte dann auch ein großes, ein starkes bayerisches Team Gastgeber sein. Und die Glückwünsche kommen jetzt von genau diesem Team, nämlich vom Obersten, vom Präsidenten des FC Bayern München, Herbert Hainer. Liebe Frauen und Männer der Bayerischen Polizei, zum 75. Geburtstag möchte ich Ihnen alles Gute zum runden Dienstjubiläum wünschen und herzlichen Dank sagen. Ich denke, die Menschen in Bayern können von Glück reden. Weltweit werden wir beneidet um unsere Sicherheit. Es ist schön, in Bayern zu leben, auch dank der Menschen wie Sie, die auf uns alle Acht geben. Die Bayerische Polizei ist ein Meister in Sachen Sicherheit. Und wir fühlen uns mit Ihnen so sicher wie mit Manuel Neuer bei unserem FC Bayern München in unserem Tor. Auf die nächsten 75 Jahre. Alles Gute, Ihr Herbert Hainer. Vielen Dank, Herbert Hainer, der Präsident des Aushängeschilds im Fußball für Bayern und für Deutschland. Natürlich, der Präsident ist immer ein wichtiger Mann, aber ganz ehrlich, als Fan, sag mal, ja, die Elf auf dem Rasen, die auf der Bank auch sitzen. Das ist natürlich die Truppe, die wir kennen, die wir noch näher kennen. Und Sie ahnen schon, natürlich ist auch das Team unter den Gratulanten, was hat der Staatssekretär Eck vorher gesagt, die Bayerische Polizei Weltmeister. Ja, Weltmeister sind wir auch im Fußball. Joshua Kimmich. 75 Jahre Bayerische Polizei. Herzlichen Glückwunsch von meiner Seite aus und ja, vielen Dank für eure Einsätze. Gerade bei Fußballspielen seid ihr auch ganz wichtig, dass ihr da für Ordnung sorgt. Ein herzliches Dankeschön an die sympathischen Reiterstaffel-Kollegen und Kolleginnen und schönes Jubiläum. Liebe Grüße, euer Joshua. Ciao, ciao. Joshua Kimmich, vielen herzlichen Dank, das ist sozusagen Last-Minute-Gratulant. Ganz kurz vor dieser Sendung hat er uns dieses Grußwort überspielt. Digital, der Auftakt zu 75 Jahre Polizei, wie halt mittlerweile alles ganz plötzlich digital ist. Und das ist auch eine große Herausforderung für alle, natürlich auch für die Bayerische Polizei. Landespolizeipräsident Professor Wilhelm Schmidbauer, wie ist das denn mit der Digitalisierung in der Polizei? Der Minister hat es vorher schon angesprochen. Moderne Ausstattung, wo sind denn da die Herausforderungen jetzt ganz plötzlich? Ja, die Digitalisierung hat den Alltag eines jeden von uns verändert, beruflich und privat.
Die Digitalisierung hat auch neue Kriminalitätsphänomene hervorgebracht. Und wir als bayerische Polizei sind aber dafür da, dass wir auch in dieser virtuellen Welt für Sicherheit und Strafverfolgung sorgen. Die Bürger sollen sicher sein, dass wir an ihrer Seite sind. Wir haben uns darauf vorbereitet, schon seit einiger Zeit. Es gibt bei jeder Polizeiinspektion einen besonders beschulten Beamten, der in IT-Fragen sich auskennt. Wir haben bei jeder Kriminalpolizeidienststelle in ganz Bayern ein Kommissariat für Cybercrime. Wir haben beim Bayerischen Landeskriminalamt ein extra Dezernat, das die IT-Hotline für ganz Bayern betreibt, das auch die zentrale Ansprechpartner für Cybercrime stellt. Und dort sind wir für die Bürger da, dort sind wir auch für die Unternehmen da, damit es sich weiterhin in Bayern sicher leben lässt. Professor Schmidtbauer, wir sprechen gleich weiter über die Vielfalt der bayerischen Polizei, gehen ins Detail. Und wenn wir schon bei Cybercrime waren, dann wollen wir natürlich auch diesen Überblick wagen, nochmal in die Regionen und starten, ja, da, wo wir sind, im Netz. Ich gehöre zu denen, die meistens freundlich gegrüßt werden. Und zwar nicht nur von Jogger im Grünen. Wir von der Reiterstaffel genießen mit unseren Pferden Sympathie in allen Bevölkerungsgruppen. Ob bei Fußballspielen, Versammlungen oder im schwer zugänglichen Gelände. Wir behalten die Ruhe und den Überblick für Ihre Sicherheit. Bei uns geht es hier um Verbrechen in der virtuellen Welt. Der Täter kann hier im Prinzip jederzeit und überall weltweit zuschlagen. Der digitale Raum, der kennt hier keine Grenzen. Ich arbeite im Bereich Cybercrime. Auch wenn wir auf den ersten Blick unsichtbar sind, auf eins können Sie sich 100% verlassen. Wir sind da. Ob mit dem Streifenwagen oder dem Motorrad, zu Fuß oder auf dem Fahrrad, wenn wir kommen, ist uns Ihre Aufmerksamkeit sicher. Wir vom Streifendienst sind Ihre direkten und ersten Ansprechpartner vor Ort. Rund um die Uhr sind wir gerne für Sie da, im Alltag oder in schwierigen Situationen. Viele von euch kennen schon die Social-Media-Accounts der einzelnen bayerischen Polizeipräsidien. Täglich versorgen wir unsere Community mit aktuellen Informationen aus dem polizeilichen Alltag und zu aktuellen Einsätzen. Wir unterstützen unsere Kolleginnen und Kollegen bei Ermittlungen, insbesondere dann, wenn wir auf Hinweise aus der Bevölkerung angewiesen sind. Manche Inhalte sorgen auch gerne mal für ein Augenzwinkern beim Teilen und beim Weitererzählen. Über Twitter und Co. sind wir direkt ansprechbar und für eure Fragen offen. Sollte es mal gefährlich werden, können wir euch in Sekundenschnelle warnen. Ich arbeite beim Social Media Team der Bayerischen Polizei. Ob Enkeltrick, Wohnungseinbruch oder falsche Polizeibeamte. Die kriminalpolizeilichen Beratungsstellen geben jederzeit wertvolle Tipps. Wir helfen Ihnen, den Tätern immer einen Schritt voraus zu sein, damit sie nicht Opfer einer Straftat werden. Das war jetzt so ein kurzer Überflug über die verschiedenen Bereiche der bayerischen Polizei. Mehr dann noch in dieser Sendung, aber mit dem Landespolizeipräsidenten, mit Professor Schmidtbauer, wollen wir genau da nochmal anhaken, nämlich in der kriminalpolizeilichen Beratung. Gerade eben haben wir es kurz gehört, dass die Bürgerinnen und Bürger eben den Täter immer einen Schritt voraus sind. Da helfen Sie. Können Sie es vielleicht konkret an ein oder zwei Beispielen festmachen, wie Sie das machen? Ja, die Bürgerinnen und Bürger sind ein wichtiger Erfolgsbaustein für diese Bilanz der bayerischen Polizei, 75 Jahre Sicherheit in Bayern. Und umgekehrt berät die Polizei kostenlos die Bürgerinnen und Bürger. Ich nehme das Beispiel Wohnungseinbruchskriminalität. Wir haben seit 2015 stetig sinkende Zahlen bei den Wohnungseinbrüchen. Und da gibt es verschiedene Aspekte, die dazu beitragen. Das ist zum einen eine verbesserte Tatortarbeit der bayerischen Polizei. Es ist aber auch die Beratung durch die bayerische Polizei, die kostenlos stattfindet gegenüber den Bürgerinnen und Bürgern für Präventionsmaßnahmen. Es sind die Bürgerinnen und Bürger, die diese Beratung annehmen, das umsetzen. Die Technik kostet ja gar nicht mehr so viel Geld, um Einbruchschutz zu verhindern. Und es sind die Bürgerinnen und Bürger, die aufmerksam in ihrer Wohnumgebung sind und die auch gelernt haben, dass nicht nur in Villengegenden eingebrochen wird, die auch aufmerksam sind in ganz Bayern. Und das alles führt zu diesen sinkenden Zahlen. Wenn jetzt jemand sagt, oh, die machen das kostenlos und ich kann da überall hin, wie macht man das?
geht man da einfach in die Polizeiinspektion und sagt, grüß Gott? Man ruft bei der nächsten Kriminalpolizeidienststelle an oder man geht zur nächsten Polizeiinspektion. Dort weiß man, wo man sich hinmittelt und dort kann dann ein Termin vereinbart werden. Super, vielen Dank. Wir reden gleich weiter. Und natürlich gibt es in allen Regionen die Kriminalpolizeistationen, die Inspektionen in allen Präsidien. Und während viele Gratulanten der Bayerischen Polizei alles Gute wünschen zum 75. drehen wir jetzt den Spieß um, nämlich die Präsidenten und Präsidentinnen aus den einzelnen Regionen sagen Danke. Sagen Danke Ihnen, sagen Danke allen, die die Bayerische Polizei über die vielen Jahre und natürlich auch in Zukunft unterstützen. Und wir haben da mal per Videocall eine kleine Reihe vorab aufgezeichnet und wir beginnen im Polizeipräsidium Oberbayern Süd und dort beginnen wir beim Präsidenten, bei Robert Kopp. Vielen herzlichen Dank an die gesamte Blaulichtfamilie für die tolle Unterstützung und das großartige Teamplay. Danke für das hervorragende Miteinander, nicht nur an unsere Partner von Feuerwehr, von Rettungsdiensten, von THW, sondern auch an alle anderen, die tagtäglich Schulter an Schulter mit uns im Einsatz sind. Kommt immer gesund von den Einsätzen wieder heim. Vielen Dank, Herr Kopp, nach Rosenheim ins Polizeipräsidium Oberbayern Süd. Und wir wechseln die Region. Wir sind bei der Bereitschaftspolizei. Es geht nach Bamberg. Hallo, Herr Skripczak. Vielen Dank an alle, die sich tagtäglich für eine vielfältige, für eine pluralistische, tolerante und weltoffene Gesellschaft einsetzen. Eine Gesellschaft, die widerstandsfähig ist gegenüber extremistischen und demokratiefeindlichen Entwicklungen. Vielen Dank an alle, die hierfür zusammenstehen. Dankeschön, Herr Skripczak. Und damit geht's in die nächste Region. Wir sind in Niederbayern. Und in Niederbayern im Präsidium ist Manfred Jahn. Ja, mein ganz besonderer Dank gilt unseren Familien und unseren Partnerinnen und Partnern. Die wertvolle Unterstützung und das große Verständnis, was wir erfahren von unseren Angehörigen, von unseren Freunden, das ist der ganz große Rückhalt für uns. Und vielleicht gerade oder trotz der vielen Unwägbarkeiten, die unser Polizeiberuf so tagtäglich mit uns bringt. Vielleicht ist uns das allen gar nicht so bewusst, aber wir wissen das und wir wissen das zu schätzen. Vielen Dank an Sie. Und jetzt geht's weiter in die nächste Region. Aus Oberfranken meldet sich Alfons Schieder. Es gibt viele Möglichkeiten, sich für die öffentliche Sicherheit zu engagieren. Sie können das beruflich tun, so wie wir als Polizei. Sie können das ehrenamtlich tun, beispielsweise in der Sicherheitswacht. Sie können das aber auch ganz einfach dadurch tun, dass Sie im Alltag Zivilcourage zeigen, dass Sie in Konfliktsituationen nicht wegsehen, sondern sich kümmern. Das passiert alltäglich unzählige Male. Das trägt maßgeblich zur guten Sicherheitslage in Bayern bei. Und deswegen möchte ich mich an dieser Stelle sehr herzlich bedanken bei allen, die alltäglich Zivilcourage zeigen. Der Dank aus den Regionen, sozusagen von den Chefs in den Polizeipräsidien. Ich hoffe, der Dank ist angekommen und wir wollen natürlich weiterschauen. Die Social-Media-Teams der Bayerischen Polizei haben viele Clips gedreht, um mal die Beamtinnen und Beamten bei ihrer täglichen Arbeit zu begleiten. Und jetzt gehen wir an die Grenze. So, die Ausweise bitte. Ja, bitte. Okay, wenn Sie bitte kurz am Fahrzeug warten. Offene Grenzen sind großartig, wenn sich jeder an die Regeln hält. Wir haben ein Auge auf die wenigen, die ein grenzenloses Europa ausnutzen wollen. Im Rahmen der Schleierfahndung bekämpfen wir die grenzüberschreitende Kriminalität. Mit der Bundespolizei und den Polizeiteams unserer Nachbarländer arbeiten wir eng und vertrauensvoll zusammen. An der Hochschule der Bayerischen Polizei bilden wir die Führungskräfte von morgen aus, auch mit moderner Technik. Für mich als Dozentin und Mutter von Zwillingen bietet die Bayerische Polizei ideale Voraussetzungen, um beides, Familie und Beruf, unter einen Hut zu bringen. Auch bei uns in der Berg braucht man Polizei. Sei es wegen Unfällen oder alpinen Gefahren. Wenn man uns braucht, kommt man mit der Ski oder mit dem Hubschrauber. Mein Team ist die alpine Einsatzgruppe. Wie an Land oder auf den Straßen kommt es auch auf unseren Seen und Flüssen oft zu gefährlichen Situationen und Unfällen. Dafür sind wir speziell ausgebildet und top ausgestattet. Mit unseren Einsatzbooten sind wir flexibel und schnell zur Stelle.
Ich bin bei der Bayerischen Wasserschutzpolizei. Ich arbeite beim Polizeiverwaltungsamt. Eine unserer Hauptaufgaben ist es, Bußgeldbescheide zu erlassen. Von uns bekommen Sie nicht gerne Post und auf die Schnappschüsse, die wir von Ihnen machen, könnten Sie wahrscheinlich gut verzichten. Aber mit unserer Arbeit sorgen wir für mehr Sicherheit auf Bayerns Straßen. Wir kümmern uns um die ganz jungen Verkehrsteilnehmer. Die erste wichtige Auszeichnung erhalten die Kinder aus unseren Händen. Den Fahrradführerschein. Sicher zur Schule, sicher nach Hause. Das ist unser Ziel. Ich arbeite bei einer Jugendverkehrsschule der Bayerischen Polizei. Große Vielfalt in diesem Fall, was wir gerade gesehen haben. Der Schutz der jüngsten Verkehrsteilnehmer und Verkehrsteilnehmerinnen. Joachim Herrmann, bayerischer Innenminister, vor kurzem haben Sie Bayern Mobil sich ans Ziel in die neue Runde gebracht bis 2030. Der Schutz der schwachen Verkehrsteilnehmer ist Ihnen da ja auch ein besonderes Anliegen. Worum geht es diesmal? Es ist zunächst mal ganz wichtig überhaupt zu sehen, Polizei heißt nicht nur Kriminalitätsbekämpfung, sondern es ist ein ganz wichtiger Teil der Polizeiarbeit, für möglichst viel Sicherheit auf den Straßen zu sorgen. Und gerade Thema Jugendverkehrsschulen, die unmittelbare Polizeiarbeit zum Beispiel, Radfahren richtig zu lernen in den Schulen und ähnliches mehr, ist ein wichtiger Beitrag. Übrigens ein Thema, was ein bisschen zu kurz gekommen ist, gerade in den letzten Monaten pandemiebedingt, denn wo die Schule ausgefallen ist, konnte natürlich auch die Polizei nicht in die Schule gehen. Da müssen wir jetzt dringend einiges hoffentlich in den nächsten Monaten noch nachholen. Aber es geht uns generell darum, in der Tat gerade jetzt in dem neuen Verkehrssicherheitsprogramm die Schwächeren zu schützen. Das sind die Jungen, die Kinder, die Jugendlichen, das sind aber natürlich auch die Senioren, das sind zum Beispiel behinderte Menschen, die im Straßenverkehr unterwegs sind. Da müssen wir Maßnahmen für die unmittelbar ergreifen. Vor allen Dingen brauchen wir aber mehr Rücksichtnahme der anderen Verkehrsteilnehmer, ein stärkeres Bewusstsein aller Verkehrsteilnehmer für die besonderen Belange und die besonderen Risiken, die gerade die Schwächeren im Straßenverkehr haben. Und weil Sie es gerade gesagt haben, die Sache mit der Jugendverkehrsschule, ich weiß noch ganz genau, und da kenne ich so viele, das ist der erste Stolz des Lebens, wenn man den Ehrenwimpel oder den Wimpel und den Fahrradführerschein bekommt. So ist es. Das ist schon ganz wichtig. Das wird ja auch sehr elegant letztendlich gemacht. Und das begeistert die Schüler. Und ich sage auch, aus, wenn es natürlich zusätzliche Arbeit ist, die allermeisten Kolleginnen und Kollegen der Polizei machen das sehr gerne, weil es ihnen gleichzeitig auch einen sehr positiven, oftmals ersten Kontakt überhaupt zu manchen dieser Kinder in den Schulen verschafft. Vielen Dank, Herr Minister. Und eine Sache ist natürlich auch immer entscheidend. Die Polizei, die arbeitet ja immer rund um die Uhr. Wobei, ich bin mir jetzt nicht so ganz sicher. Es gibt, soweit ich weiß, Polizisten, von denen glauben wir zumindest, die arbeiten nur Sonntagabend um 20.15 Uhr. Grußbotschaften zu 75 Jahre Bayerische Polizei. Gratulation an die Kollegen von der Bayerischen Polizei zu ihrem Jubiläum vom Kommissar Batic. Und Respekt vor der rasanten Entwicklung zu einer der weltweit erfolgreichsten Polizeitruppe. Weiter so. Alles Gute und herzliche Grüße vom Münchner Tatort. Servus. Miroslav Nemetz, vielen herzlichen Dank für diese Glückwünsche. Und das Spektrum in der Bayerischen Polizei ist ja riesengroß. Unter anderem natürlich auch Spitzensportförderung. Und auch da haben wir Grüße von einem absoluten Champion, einer Championess, Ramona Hofmeister, Snowboard. Herzlichen Glückwunsch zu 75 Jahren der Bayerischen Polizei. Die Spitzensportförderung der Bayerischen Polizei hat es mir ermöglicht, meinen Vize-Weltmeistertitel im Snowboard zu erreichen und meinen Gesamtweltcup bestmöglich zu verteidigen. Tja, Titel verteidigen, das ist eine große Herausforderung, also im Spitzensport. Aber Herr Minister, Titel verteidigen ist das eine. Im Sport, auf der anderen Seite natürlich auch die Titel sicherstes Land. Was sind denn die Herausforderungen so in der nächsten Zeit? Ja, in der Tat, das gilt ja nicht nur für den FC Bayern, das gilt auch für die Bayerische Polizei. Einmal Meister werden ist ein großer Erfolg, aber über Jahre hinweg das immer wieder zu halten, denn das ist ja nicht etwas, was man sozusagen fest im Sack hat, sondern die Frage, welches ist das sicherste Bundesland, das muss jedes Jahr neu erarbeitet werden.
Ja, die Herausforderungen sind da enorm. Ein wesentlicher Punkt ist, was Professor Schmidbauer vorhin schon angesprochen hat, die Digitalisierung. Einerseits die Herausforderung, dass wir selbst weiter technisch uns weiterentwickeln, unsere Kolleginnen und Kollegen bestmöglich ausstatten und auf der anderen Seite aber natürlich auch die Risiken wahrnehmen. Denn natürlich hat die Digitalisierung auch Schattenseiten. Wir spüren, Computerbetrug nimmt zu, Cyberspionage, Sabotage. Insgesamt, es verlagert sich nicht nur von unserem gesellschaftlichen und wirtschaftlichen Leben immer mehr ins Internet, in die digitale Welt, sondern da sind natürlich auch entsprechend immer mehr Kriminelle und Gangster unterwegs. Das wird sicherlich zur größten Herausforderung der nächsten Jahre, da unmittelbar am Ball zu sein, wie man immer so schön sagt, mindestens auf Augenhöhe mit der kriminellen Welt zu sein. Am besten ist aber, wenn wir es schaffen, mit unserer Polizei sozusagen der kriminellen Welt möglichst gleich immer einen Schritt voraus zu sein. Da haben wir ja vorher schon gehört, da kommt es aufs Teamplay an, nämlich mit der Bevölkerung, also mit Ihnen zu Hause. Und deswegen gibt es auch natürlich Dank. Dank aus den Regionen, Dank von den Präsidien. Ich hatte ja vorher schon gesagt, wir machen so eine Reise durch alle bayerischen Bereiche oder alle bayerischen Regionen. Und jetzt reisen wir nach Unterfranken und beginnen in Mittelfranken, im dortigen Präsidium der Polizeipräsident Roman Fertinger. Ja, ein großer Dank geht an alle Kinder und Jugendliche, die Verantwortung für andere übernehmen, zum Beispiel als Schulbusbegleiter, als Konfliktschlichter oder Verkehrshelfer. Das ist wirklich toll und richtig stark, was ihr da jeden Tag für andere tut. Weiter so. Und damit weiter nach München ins Bayerische Landeskriminalamt zu Harald Pickert. Vielen Dank für Ihre zahlreichen und wertvollen Hinweise. Sie helfen uns damit ganz entscheidend bei unserer täglichen Ermittlungsarbeit. Mit Ihrer Unterstützung können wir Straftaten aufklären, aber auch Straftaten verhindern. Und die nächste Station ist das Polizeipräsidium Oberbayern Nord. Und da ist uns zugeschaltet Günther Gietl. Von mir ein ganz, ganz großer Dank an alle, die sich für die Mitmenschen engagieren. Ihr persönlicher Einsatz, Ihr Engagement ist enorm wichtig. Das kann in der Sicherheitswacht oder in jedem anderen Ehrenamt sein. Danke, dass Sie sich für die Sicherheit in den Dienst der Gesellschaft stellen. Und die letzte Station in dieser Runde ist Straubing und im Polizeiverwaltungsamt ist Timo Peyer. Danke dafür, dass Sie sich in der Regel an die Verkehrsregeln halten. Mein ganz persönlicher Wunsch wäre, dass dies möglichst alle Verkehrsteilnehmer machen würden. Dadurch leisten Sie selbst einen wichtigen Beitrag für die Sicherheit von uns allen auf Bayernstraßen. Und in Unterfranken ist uns zugeschaltet Martin Wilhelm. Ja, ein herzliches Dankeschön von uns, Ihrer Bayerischen Polizei, an alle Bürgermeisterinnen und Bürgermeister im Land, von der kleinsten Gemeinde bis zur Weltmetropole. Vielen Dank an Sie und unsere Ansprechpartner in den Kommunen und Behörden für Ihre Unterstützung. Durch unsere gemeinsamen Bemühungen sorgen wir für Sicherheit in Bayern im öffentlichen Raum, für unsere Bürgerinnen und Bürger in diesem wunderschönen Freistaat Bayern. Getreu dem Motto, sicher sein, sicher fühlen, sicher in Bayern. Der Dank der Bayerischen Polizei an Sie. 75 Jahre Bayerische Polizei, das feiern wir. Aber Sie haben schon gemerkt, da ist nicht schwarz-weiß, da blickt man nicht zurück, da redet man nicht über die Geschichte, sondern da wird Zukunft gestaltet und über Zukunft gesprochen. Und wir haben auch viele Prominente, die Glück wünschen. Joshua Kimmich vom FC Bayern war dabei, dann Herbert Hainer, Miroslav Nemetz, der Tatortkommissar, dann aus dem Spitzensport Ramona Hofmeister und nächster Gratulant, der ehemalige bayerische Innenminister und Ministerpräsident Günter Beckstein. 75 Jahre Bayerische Polizei. Ich gratuliere aus jahrzehntelanger Verbundenheit sehr herzlich. Die Bayerische Polizei hat sich zum Marktführer der inneren Sicherheit in Deutschland entwickelt. Keine rechtsfreien Räume, konsequente Durchsetzung des Rechts, aber auch strikte Einhaltung und Wahrung der Rechte des Einzelnen, das sind die Markenzeichen der Bayerischen Polizei. Höchste Qualität im Bereich des Kampfes gegen Kriminalität. Weiter so für die nächsten Jahrzehnte. Alles Gute, Ihr Günter Beckstein.
Vielen Dank, Herr Dr. Beckstein, für diese Grüße zum Geburtstag und die Vielfalt der Bayerischen Polizei. Die zeigen wir Ihnen natürlich auch in dieser Sendung. Bayerische Beamtinnen und Beamten, top ausgebildet. Und hier sind die nächsten Einblicke in eine vielfältige Tätigkeit, alles gedreht von den Social-Media-Teams der Bayerischen Polizei. Wir trainieren unglaublich hart und das jeden Tag. Training unter realen Bedingungen für den Fall der Fälle, der hoffentlich niemals eintritt. Und auch wenn wir hoffen, dass wir nie bei einem Einsatz unser Können zeigen müssen, verlassen Sie sich darauf. Wir sind zur Stelle, sollten alle anderen Maßnahmen aussichtslos bleiben. Wir sind die Spezialeinheiten der Polizei. Das Unsichtbare ist für uns das Entscheidende. Denn schon kleinste Spuren können eine Vielzahl von Informationen liefern. Mit modernsten analytischen Methoden sind wir in der Lage, Tathergänge zu rekonstruieren oder auch Täter zu identifizieren. Mit unserer Hilfe können heute die Ermittler Fälle lösen, die noch vor 10 Jahren als ungeklärt zu den Akten gelegt wurden. Ich arbeite beim Bayerischen Landeskriminalamt. Ja, und ich habe meinen Traum tatsächlich vom Fliegen zum Beruf gemacht. Ja, bei der Hubschrauberstaffel unterstütze ich quasi als fliegendes Auge die Einsatzkräfte am Boden. Von der Vermisstensuche, ja, oder gar eine Täterfahndung aus der Luft oder bis hin zu Windeneinsätzen im Gebirge. Ja, da ist richtig viel dabei. Und das Ganze macht dann meinen Job letztlich nicht nur sehr anspruchsvoll und vielfältig. Ja, ich habe wohl auch noch den besten Ausblick innerhalb der ganzen bayerischen Polizei. Wenn es mal wieder schnell gehen muss und die regulären Streifen ausgebucht sind, dann käme man mir für euch. Egal, ob es ein vermisstes Kind ist, ein Fußballspiel oder Veranstaltungen, wir sind für euch da und wir sind vom Einsatzzug. Da fragen wir doch gleich mal beim Landespolizeipräsidenten, bei Professor Schmidbauer. Einsatzzug haben wir gerade gesehen und die Einsatzbereiche von der Beamtin genannt. Vermisstensuche, Großveranstaltungen, Fußballspiele. Wo greifen Sie denn noch auf den Einsatzzug zurück? Ja, grundsätzlich gilt, wenn ein Notruf über die Nummer 110 bei uns eingeht, sorgt der Streifendienst der Inspektionen für Sicherheit rund um die Uhr. Und wenn es dann eine größere Sicherheitsstörung wird, dann kommt der Einsatzzug unseren Streifen zur Hilfe. Die Einsatzzüge der Bayerischen Polizei sind bei allen Präsidien inklusive des Präsidiums der Bayerischen Bereitschaftspolizei vorhanden, damit über ganz Bayern verteilt. Sie sorgen damit für Sicherheit in ganz Bayern. Und sie sind stets da, wenn es dann ernst wird und wenn sozusagen hier zusätzliche Unterstützung notwendig ist. Sie sorgen zusätzlich für Präsenz der bayerischen Polizei, damit wir unser Ziel erreichen, dass die Bürgerinnen und Bürger in Bayern objektiv sicher leben können und sich auch sicher fühlen können. Also in allen Präsidien sind die Einsatzzüge und das bedeutet natürlich auch in dem Präsidium, in das wir jetzt gleich gehen. In allen Präsidien eben. Und alle Präsidien haben auch Dankesworte an Sie zum 75. Geburtstag der Bayerischen Polizei sozusagen. Der Dank nach draußen an Ihre Mitarbeiter. Und wir gehen in die Oberpfalz, wir gehen zu Norbert Zink, das ist der Präsident dort. Ein herzliches Vergelt's Gott dafür, dass in vertrauensvoller Zusammenarbeit mit den Sicherheitsbehörden und mit uns der Polizei stets für reibungslose und sichere Veranstaltungen gesorgt haben. Und ich verbinde das natürlich mit der Hoffnung, dass sie das auch nach Ende der Pandemie ganz sicher auch wieder tun werden. Wir alle freuen uns auf die Zusammenarbeit mit Ihnen. Und die Reise geht weiter. Wir sind an der Hochschule der Bayerischen Polizei und die ist in Fürstenfeldbruck. Ingbert Hoffmann, herzlich willkommen. Eine erfolgreiche Polizeiarbeit hat viele Gesichter, auch Gesichter, an die man im ersten Augenblick gar nicht sofort denkt. Mein besonderer Dank gilt der Geistlichkeit, gilt allen Seelsorgerinnen und Seelsorgern. Sie tragen mit großem Einfühlungsvermögen dazu bei, dass unsere Kolleginnen und Kollegen die oftmals psychisch sehr belastenden Einsatzsituationen besser bewältigen und verarbeiten können.
Vielen Dank für diesen wertvollen Beistand, den Sie für uns zu jeder Tages- und Nachtzeit erbringen. Dankeschön. Vielen herzlichen Dank nach Fürstenfeldbruck und unsere Reise geht jetzt nach Schwaben. In Augsburg meldet sich Michael Schwald. Herzlich willkommen. Ja, grüß Gott aus Augsburg. Bayern ist seit Jahren eines der sichersten Länder oder das sicherste Land bundesweit. In Bayern wollen die Menschen leben, weil man in Bayern sicher lebt. Das hängt natürlich mit der starken Arbeit der bayerischen Polizei zusammen. Aber eine starke Polizei braucht auch starke Partner. Und in den bayerischen Justizbehörden haben wir einen ganz, ganz starken Partner. Die bayerischen Justizbehörden mit ihren drei Generalstaatsanwaltschaften in München, Nürnberg, Bamberg, mit ihren 22 Staatsanwaltschaften bei den Landgerichten, mit den Amts- und Landgerichten, mit den Oberlandesgerichten in Bayern und nicht zuletzt mit den Strafvollzugsbehörden und den Justizvollzugsanstalten. Allen ein ganz, ganz herzliches Dank für die gute, kooperative und vertrauensvolle Zusammenarbeit. Vielen Dank nach Augsburg. Und jetzt bleiben wir in Schwaben, gehen ins Polizeipräsidium Schwaben Südwest. Die dortige Präsidentin ist Claudia Strössner. Herzlich willkommen. Ja, auch von mir ein herzliches Grüß Gott. Als Leiterin eines Präsidiums mit vielen Grenzen innerhalb und außerhalb von Deutschland möchte ich gern unseren Nachbarn ein dickes Danke schicken. Danke an alle benachbarten Polizeibehörden für die Kooperation weit über die Ländergrenzen hinaus. Wir sind ein starkes Netzwerk. Wir arbeiten grenzübergreifend gut zusammen und wir sind ein schlagkräftiges Team bei der Bekämpfung grenzüberschreitender Kriminalität. Vielen Dank. Wir wechseln in die Landeshauptstadt nach München. Im dortigen Präsidium begrüßen wir Thomas Hampel. Grüß Gott aus der Landeshauptstadt München. Liebe Bürgerinnen und Bürger, vielen Dank für das große Vertrauen in die bayerische Polizei. Jeden Tag, 24 Stunden, informieren Sie uns über unseren Polizeinotruf 110, wenn Sie etwas Verdächtiges feststellen. Sie leisten damit einen wichtigen Beitrag, damit die Polizei schnell vor Ort sein kann, Straftaten verhindern und Kriminellen das Handwerk legen kann. Unterstützen Sie uns weiterhin so tatkräftig, damit Bayern weiterhin das sicherste Bundesland sein kann. Vielen Dank, Herr Hampel, ins Polizeipräsidium München. Und zwei Schlenderminuten von dort entfernt stehen wir jetzt live im Bayerischen Innenministerium, im Odeon. Herr Staatsminister, als oberster Dienstherr der Bayerischen Polizei, welche Situation bewegt Sie denn besonders? Zum einen sicherlich immer, wenn wir besonders erfolgreich sind, wenn wir wieder feststellen können, alljährlich, wir sind das sicherste Bundesland oder wenn es einzelne Fahndungserfolge gibt oder wenn wir wieder neue, tolle Investitionen für die Polizei zu Wege bringen. Aber ganz persönlich bewegt mich natürlich auch, wenn es auch ganz schlimme Dinge gibt. Ich denke an den Polizeikollegen aus Augsburg, der vor 10 Jahren von einem Schwerverbrecher ermordet worden ist, an einen Kollegen des SEK, wie wir es vorhin in dem Beitrag gesehen haben, der vor 3 Jahren in Georgsmünd von einem Reichsbürger ermordet worden ist. Ich denke an die Kollegin Jessica, die durch einen Kopfschuss in Oberföhring vor ein paar Jahren schwerst verletzt wurde und immer noch schwerst pflegebedürftig ist. Gott sei Dank sind solche schrecklichen Ereignisse nur sehr selten, aber das geht mir dann schon auch als Innenminister sehr in die Nieren und ich weiß, wie das die Kolleginnen und Kollegen beschäftigt. Und deshalb ist es wichtig, einerseits alles dafür zu tun, Eigensicherung, bestmöglicher Schutz für die Kollegen, aber auch sich des Risikos für unsere Polizeibeamten in jeder Minute bewusst zu sein. Das ist auch mein Appell an die Bürgerinnen und Bürger. Wenn Sie mal das Auftreten eines Polizeikollegen als nicht so super freundlich oder bürgerfreundlich empfinden, sich vorzustellen, was es heißt, als Polizeibeamter unterwegs zu sein, in der Tat möglichst immer bürgerfreundlich und da irgendwo immer auch im Hinterkopf zu haben, dass von einer Sekunde auf die andere es umschlagen kann und man mit einem schwer gewaltbereiten, schussfähigen Kriminellen zu tun hat und das eigene Leben in Gefahr ist, das ist schon ein außergewöhnlicher Beruf und umso mehr Respekt habe ich vor den Kolleginnen und Kollegen.
Herr Professor Schmidbauer, ich habe Sie gerade beobachtet, sind sehr nachdenklich geworden, was der Herr Minister gesagt hat. Ich meine, Sie sind schon ein paar Tage bei der Polizei, kann man sagen. Wenn man es jetzt nochmal entscheiden müsste, wenn Sie nochmal entscheiden müssten, mit den Rahmenbedingungen von heute, würden Sie sich nochmal für die Polizei entscheiden? Ja, gerade deswegen auch. Natürlich ist klar, wer das Spitzenamt der Bayerischen Polizei erreicht hat, kann diese Frage locker mit Ja beantworten. Aber ich tue das auch aus Überzeugung. Erstens, wir haben innerhalb der Polizei ein tolles Team. Wir haben tolle Aufstiegsmöglichkeiten. Wer im Streifenwagen anfängt, kann Polizeipräsident bei uns werden. Zweitens würde ich sagen, wir haben eine Vielfalt abwechslungsreicher Tätigkeiten vom Streifenbeamten über den Ermittler bei der Kriminalpolizei, vom Taucher bis zum Virenspezialisten. Man findet immer eine Tätigkeit, die einem auch Spaß machen kann. Und vor allem, wir haben die gesetzliche Aufgabe, für die Sicherheit aller Menschen in Bayern zu sorgen. Und das ist eine Aufgabe, die ist sinnvoll und erfüllend. Sagt der oberste Polizist in Bayern, der Landespolizeipräsident Wilhelm Schmidbauer. Und weil Sie die Vielfalt angesprochen haben, 75 Jahre Bayerische Polizei, das ist der Auftakt in ein Feierjahr. In diesem Feierjahr wird auf den Social-Media-Kanälen des Bayerischen Innenministeriums und der Bayerischen Polizei extrem viel kommen, Input über die Arbeit der Bayerischen Polizei. Und wir sind jetzt fast schon am Ende unserer Live-Übertragung. Herr Minister, als sozusagen der Hausherr hier im Odeon, als der oberste Dienstherr der Bayerischen Polizei, Ihre Schlussworte in dieser Live-Sendung, in dieser Live-Übertragung zum 75-Jährigen der Polizei. Ja, ich kann nur persönlich sagen, dass ich begeistert bin, was hier die Kolleginnen und Kollegen der Polizei, viele, viele, die mitgeholfen haben, hier für diesen Livestream beigetragen haben. Ein herzliches Dankeschön an alle, die hier mitgewirkt haben. Aber ich sage auch, ich habe die Hoffnung noch nicht aufgegeben, dass sich die Corona-Pandemie doch so entspannt, dass wir im Sommer oder im Frühherbst noch einmal eine richtige Feier in Präsenz durchführen können. Denn das hat die Bayerische Polizei eigentlich wirklich verdient. Nochmal herzlichen Glückwunsch, alles, alles Gute. Der bayerische Innenminister Joachim Herrmann. Und damit sind wir am Ende unseres Livestreams, wobei wir eigentlich am Anfang eines Jubiläumsjahrs sind. 75 Jahre Bayerische Polizei wird gefeiert und das mit Ihnen auf allen digitalen Kanälen des Bayerischen Innenministeriums, der Bayerischen Polizei. Abonnieren Sie es, verfolgen Sie die Bayerische Polizei in diesem Jubiläumsjahr. Es werden immer wieder neue Geschichten, neue Einblicke angeboten und eins können Sie sich vielleicht jetzt schon merken, am 28. April geht es gleich weiter mit einer größeren Sache. Mehr kann ich hier an dieser Stelle noch nicht verraten. Danke fürs Zuschauen. Herzlichen Glückwunsch, Bayerische Polizei, zum 75-Jährigen. Vielen Dank für die Einblicke aus den Regionen, für die vielen Clips und einen schönen Tag hier aus dem Odeon.